Jedes Jahr melden sich mehr als 1000 Menschen bei uns und wollen begleitet werden bei der Gründung, bei der Finanzierung oder schließlich auch beim Unternehmensverkauf. Und fast alle haben eines gemeinsam. Sie haben Stress, wenn sie daran denken, ihren Meldepflichten nachzukommen, Gewerbeamt, Finanzamt, Beiträge und sonstige Auflagen auch zu erfüllen. Und deshalb haben wir dieses Video für dich gemacht, damit du aus diesem Stress des Behördendschungels herauskommst. Und ich spreche da aus eigener Erfahrung, denn ich habe nicht nur über 2000 Unternehmer und Gründer begleiten dürfen bei ihrem Vorhaben, sondern selbst auch über 20 Unternehmen gegründet. Und ich bin auch drei Behörden als Angestellter durchlaufen. Von daher weiß ich also ganz genau, wovon ich spreche. Und ich möchte dich heute einladen, hier umzudenken, eine andere Herangehensweise zu haben, damit du dich aus diesem Stress befreien kannst. Und wie sieht nun der Alltag eines Unternehmers, eines Gründers aus? Sobald er den Markt betritt, gilt es sofort, sich beim Finanzamt anzumelden, vielleicht eine Gewerbeanmeldung. Dann muss er sich der entsprechenden Kammer zuordnen und melden, der Industrie- und Handelskammer oder der Handwerkskammer oder der Rechtsanwalts- oder Ärztekammer. Dann gibt es sofort ein Schreiben von der Berufsgenossenschaft oder von der Rentenversicherung, wo er sich melden muss. Alle seine Veröffentlichungen gilt es dann mit der Datenschutzgrundverordnung abzuprüfen. Und wenn er eine juristische Person meldet, gilt es noch die Eintragung ins Handelsregister zu machen. Damit kommen die Veröffentlichungspflichten im Bundesanzeiger, im Transparenzregister und dann will irgendeine Rundfunk-Mediengesellschaft noch ihre Beiträge von dir haben. So ungefähr sieht der Alltag aus und das ergibt bei den meisten Stress. Und mit folgendem Leitfaden kommst du am leichtesten aus dem Stress zum Thema Behördendschungel heraus. Ich lade dich ein, mit mir gemeinsam eine Zeitreise zu machen. 100, 500, 1000 oder 3000 Jahre zurück. Und wenn du dann morgens deine Höhle verlassen hast und dich auf die Jagd begeben wolltest oder zum Sammeln, dann wurdest du vielleicht überrascht vom Säbelzahntiger und der hat entweder dich angegriffen oder wenn du unterwegs warst, hat er deine Familie angegriffen und nur die Hälfte blieb übrig. Oder du bist bei Überwindung eines Geländehindernisses abgestürzt und keiner hat dich gefunden. Es gab keinen ADAC, Notruf, Hubschrauber und bei den Pflanzen hast du vielleicht die falsche gegriffen und dich und deine Familie vergiftet. Es kann aber auch gut gewesen sein, dass du einfach nichts gefunden hast und verhungert bist und deine Familie auch. Oder du kommst nach Hause mit deiner Beute, aber deine Familie ist weg, weil inzwischen feindliche Räuberbanden komplett deine Familie mitgenommen haben. Es kann aber auch sein, dass du irgendwo gegengekommen bist und ein Wundbrand dir zugezogen hast. Oder es gab einfach eine Virusepidemie und es gab keine Impfungen, die dich geschützt haben, keine Krankenhäuser und du bist den Infektionen schnell erlegen. Was möchte ich dir mit diesem Gleichnis, mit diesem Vergleich sagen? Und zwar zwei Dinge. Das erste ist, dass es ganz hilfreich sein kann, wenn du morgens aus deiner Wohnung, aus deinem Haus gehst und feststellst, dass du diese Gefahr nicht hast, sondern nur diesen Behördendschungel. Es ist also wesentlich leichter für uns und wenn du dich entscheiden müsstest, möchtest du in diesem echten Dschungel leben oder möchtest du in diesem Behördendschungel leben, dann wird die Entscheidung wahrscheinlich leicht fallen. Das Zweite, was ich dir mitgeben möchte, ist, dass dein Stresssystem nicht wirklich geschaffen worden ist, dass du Steuern abwehrst oder gegen das Finanzamt oder gegen andere Ordnungsämter kämpfst, sondern dein Stresssystem ist eigentlich dazu geschaffen, dich und deine Familie zu beschützen, also in bestimmten Situationen leistungsfähig, angriffsstark oder fluchtschnell zu sein, um aus der Gefahr zu kommen. Wozu möchte ich dich also einladen? Das Erste ist, überprüfe alle Dinge, die dich persönlich in Stress bringen und hinterfrage, ob bei diesen Dingen tatsächlich Lebensgefahr für dich oder deine Lieben besteht. Das Zweite ist, wozu ich dich einladen möchte, und zwar zum Umdenken, dass wenn du morgens aufstehst, dass du dich freust, wenn du nur einen Brief vom Polizeipräsidenten, vom Finanzamt oder vom Ordnungsamt bekommst, dass du dich freust, wenn die nächste Steuerprüfung, Rentenversicherungsprüfung ansteht oder du wieder zum Notar musst, um eine Handelsregistereintragung zu vollziehen. Denn diese Dinge sind zwar nervig, aber kosten sie dein Leben? Gefährden sie deine Gesundheit oder das deiner Familie? Ich glaube nein. Wenn du nun also einen jungen Gründer neben einem erfahrenen Unternehmer stellst, was glaubst du, wer wirklich noch in Stress kommt, wenn er einen Brief vom Finanzamt bekommt oder irgendeine Meldung machen muss oder die Rentenversicherungsprüfung sich ankündigt? Wahrscheinlich ist es der Anfänger, der in Stress kommt. Und deshalb lade ich dich ein, heute noch umzudenken, dich darauf zu freuen, dass du nicht nur diese Gefahren hast, sondern dich zweitens auch darauf vorzubereiten. Denn diese Ämter, diese gesamten Behörden haben eine Aufgabe, nämlich unser gemeinschaftliches Leben zu organisieren und leichter und sicherer zu machen, dass wir eben nicht in Lebensgefahr bekommen oder unsere Besitztümer in Gefahr bekommen oder unsere Rechte
eingeschnitten und angegriffen werden. Und wenn du jetzt denkst, du kannst dich so einfach nicht darüber freuen, dass irgendjemand dir Geld aus der Tasche zieht oder irgendwelche Informationen oder Formulare ausgefüllt haben will, dann begib dich einfach auf den Ursprung dieser Behörde zurück. Warum wurde ein Gesetz, eine Verordnung, eine Behörde oder ein Amt ins Leben gerufen? So zum Beispiel habe ich verstanden, dass die Schufa etwas Gutes ist. Denn ursprünglich wurden in Berlin damals bestimmte Kredite herausgegeben oder bestimmte Stromverträge abgeschlossen, bestimmte Geschäfte gemacht und da waren leider Menschen dabei, die gar kein Geld in der Tasche hatten, die gar nicht zahlungsfähig waren. Und deshalb hat damals die Strombehörde oder das Strominstitut in Berlin die Schufa ins Leben gerufen, um zu gucken, wenn jemand etwas bestellt, ob er überhaupt zahlungsfähig ist. Und wenn du Unternehmer bist und du deine Aufträge bekommst und Dienstleistungen oder Produkte verkaufst, dann willst du auch wissen, dass du bezahlt willst. Du wünschst dir die Gegenleistung. Deshalb ist die Schufa zum Beispiel ein Schutz, dass du deine Mittel auch bekommst. Und wenn jemand anders in der Vergangenheit schon mal Mist gemacht hat, dann kriegst du eine Warnung durch einen negativen Schufa-Score der anderen Person. Und damit ist dir geholfen, mir geholfen und dem Markt geholfen. Und wenn du einen Wasserschaden zu Hause hast und einen Handwerker rufst, dann möchtest du auch nicht, dass da vielleicht der Friseur vorbeikommt und die Rohre komplett falsch verlegt und den Schaden vergrößert. Deshalb gibt es die Handwerkskammer. Dort muss jemand sich zulassen, also nachweisen, dass er einen Meisterbrief hat. Deshalb kannst du dir heute sicher sein, wenn der Handwerker kommt, der Elektriker kommt, der Sanitärmeister, der Zimmermann kommt, dass er weiß, was er macht. Das ist also ein Schutz. Und das Gleiche gilt natürlich auch fürs Finanzamt. Das Finanzamt hat wie im Verein die Aufgabe, die Beiträge einzusammeln, um sie wieder zu verteilen. Das bedeutet, die Straße, auf der du mit dem Auto fährst, das Krankenhaus, wo du hinkommst, wenn es dir schlecht geht, oder auch der Hubschrauber oder andere Dinger, die eingesetzt werden, um dir zu helfen in Krisenreaktionen, die werden durch Beiträge bezahlt. Und die Beiträge in unserem Land heißen Steuern. Und selbst unsere Gefängnisse haben ihre Daseinsberechtigung, werden auch mit Steuern bezahlt oder andere Ordnungswidrigkeitsmaßnahmen. Früher wurdest du einfach aus dem Stamm, wenn du nicht gleich hingerichtet oder aufgehängt wurdest, aus dem Stamm verbannt, wie damals Napoleon. Heute wirst du nicht mehr aus dem Land geschmissen, sondern im Land für eine gewisse Zeit in einem Haus eingesperrt und voll versorgt. Du kannst dich dort sogar weiterbilden, kannst beruflich tätig sein und irgendwann kommst du wieder raus. Das sind also alles Vorteile, die du heute hast, versus den Nachteilen der freien Wildbahn in der freien Natur vor Hunderten oder vielleicht Tausenden von Jahren. Sicherlich sind überall in den Behörden Menschen am Werk und sie machen Fehler. Aber in der Regel sind Behörden so aufgebaut, dass sie aus ihren Fehlern lernen und besser werden. Und sollte das nicht der Fall sein, hast du sogar ein Bundesverfassungsgericht oder andere Bundesgerichtshofe, wo du dich hinwenden kannst, um dein Recht zu bewirken und dann wird etwas verändert. Du hast also zwei große Freiheiten, wie du aus dem Stress mit dem Behördendschungel herauskommst. Das erste ist, du kannst es umdeuten. Du kannst also aus diesem scheinbaren Stress, was vielleicht auch andere Menschen, deine Kollegen, Nachbarn oder Familie dir einreden wollen, kannst du herauskommen, indem du dich entscheidest, dich zu freuen. Und das gelingt leichter, wenn du weißt, wie schlimm es vielleicht früher war und welche Vorteile für dich dieses Thema haben. Der zweite Vorteil ist, du kannst jederzeit das System verlassen und woanders hingehen, wo es vielleicht weniger solcher Behörden gibt, wie vielleicht das Finanzamt weniger Geld wie in Griechenland eintreibt. Aber dann sei dir sicher, dass die anderen Dinge der staatlichen Versorgung auch geringer sein oder gar nicht vorhanden sein werden. Du hast also Freiheiten, du bist ein freier Mensch, sowohl im Kopf, und wenn du im Kopf dich nicht für deine Freiheit entscheiden willst, das umzudeuten und dich auf diese Sachen zu freuen, dann kannst du jederzeit das Land verlassen und hingehen, dort, wo es vielleicht keine Menschen und keine Behörden gibt. Die Entscheidung liegt bei dir. Wenn du aber auf der anderen Seite dich vorbereiten willst, also von erfahrenen Unternehmern und Beratern zu all diesen Themen vorbereitet sein willst, sodass du vielleicht schneller, eher und besser fertig bist, als die Behörden es von dir verlangen, dann lade ich dich ein zu einem kostenfreien Erstgespräch. Denn wir kennen alle Behörden, alle Meldeprozesse und wissen ganz genau, wie und wann du dich darauf am besten vorbereiten kannst. Ich empfehle dir nicht, ein oder zwei Jahre später erst den Jahresabschluss vom letzten Wirtschaftsjahr zu machen, sondern ich empfehle dir, ein System zum Beispiel so aufzubauen, dass du im ersten Monat des Folgejahres schon fertig bist mit dem Vorjahr. Das ist entspannt, du kannst besser planen und du bist einer der Ersten, der auch seine Gelder zurückbekommt, wenn du Steuererstattung bekommst. Und du weißt immer ganz genau, wie viel Geld du wirklich in der Kasse hast und was du an Vereinsbeiträgen, / Steuern, noch abzuführen hast. Also buche jetzt ein kostenfreies Erstgespräch und wir helfen dir, dieses Gesamtkonzept hier in dem Meldepflichtsverfahren aufzubauen, sodass du dich darauf freust, wenn es kommt und du besser vorbereitet bist, als die Beamten es vielleicht selbst sind. Ich wünsche dir nun viel Erfolg im Freiheitsdschungel des Behördenwesens, der dein Überleben eher absichert als die
großen Gefahren in der freien Natur. Dein Daniel Schäfer.